liebe Medienvertreter, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach diesem torreichen Spiel zwischen Adler Mannheim und der Düsseldorfer EG. Ich begrüße die beiden Cheftrainer, Mike Pellegrims auf Seiten der Gäste und Sean Simpson auf Seiten der Adler, und bitte auch heute den Gästetrainer als erstes um sein Statement. Mr. Pellegrims. Ja, Sean, gratuliere mit dem Sieg und die Adler. Wir wollten gut starten und defensiv gut stehen. Das ist nicht passiert. Wir sind ganz schlecht aus den Startblocken gekommen. Wir haben alle Zweikämpfe fast verloren. In die neutrale Zone ist Mannheim da durchgekommen, ob da keiner gestanden ist. Und das war nicht uns wahres Gesicht. Und da haben wir dann über geredet. Und dann irgendwann hat sich das in den letzten 5 Minuten vom zweiten Drittel ein bisschen geändert. Da sind wir angefangen, mehr zu laufen, aktiver zu werden. Und am Ende war es da noch knapp. Aber in so einer Liga wie in der DL, da musst du vom Anfang an bereit sein. Das waren wir nicht. Deswegen habe ich auch verdient verloren. Vielen Dank, Mike Pellegrims, für den Moment. Sean, dein Statement bitte. Dankeschön. Meine Message ist komplett umgekehrt von Mike's. Wir haben einen super Start gehabt, 5-0 geführt. Oh, und dann haben wir nicht unsere beste Leistung gemacht, die letzten, für sagen wir, 10 Minuten oder 12 Minuten. Das heißt, die letzten 5 Minuten vom zweiten Drittel, und dann den letzten Drittel haben wir das wirklich eng gemacht. Und das ist eine Lektion für uns. Das ist 6 Minuten muss man spielen. Aber in unserer jetzigen Situation, wir müssen zufrieden sein mit den 3 Punkten. Wir haben ein schwieriges Programm und wir haben viel Verletzungen, wie alle weiß. Und wir müssen zufrieden sein, ob es sehr schwierig war am Schluss mit den 3 Punkten. Danke. Vielen Dank, Sean. Gibt es Fragen an die beiden Cheftrainer? Ja, Sean, du hast die 2 Jungadler, die ihr gestern lizenziert habt, am Anfang gebracht. Wie warst du zufrieden mit ihren Leistungen? Und was werden sie von so einem Abend wie heute für ihre Karriere mitnehmen? Well, dies sind 2 Jungadler und beide haben ein paar Einsätze gemacht. Und das ist, wie es ist mit jungen Spielern, sie können nicht erwarten, dass wir sie regelmäßig spielen. Aber ein Schmuck, ein Geschmack vom DEL ist sehr gut für die jungen Spieler. Und sie haben es bekommen, sie haben ein paar Trainings mit uns absolviert und sie sind sehr gut aus. Und ich finde es ist sehr gut, dass wir die Jungen bringen können. Und ich glaube, in den wenigen Einsätzen, die beide gehabt haben, dass sie gut gespielt haben. Weitere Fragen? Alles beantwortet. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise, viel Erfolg für die nächsten Spiele, und wir sehen uns dann am kommenden Freitag wieder hier zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings. Bis dahin noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause.